Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich... Ach, ist ja auch egal. Ist ein ganz schöner Plan, den der Tüftler da hat. Was meint ihr? Alter. Das ist eher Terrorismus als Kriegsführung. Haha. Ja, Alter, die anderen sind die Terroristen. Ein bisschen zu sehr über die Ergebnisse der Mission fantasiert. Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln. Aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten. Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Ja, Sympathisanten haben auch nichts Besseres. Es ist bedauerlich. Leider baut niemand eine Bombe mit Kindersicherung. Nein, aber es ist praktischer, Soldaten zu töten statt Zivilisten. Richtig? Wir wollen Ziele von hohem Wert. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Com-Einheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Gebt mir die Granaten. Ich werde sie einsetzen. Hier, juhu. Sie sind alle vom Schnell gleichen raus. Typ. Also nicht mit anderen verwechseln, die ihr vielleicht mit euch führt. Legt sie einfach zu den Leichen des Widerstands. Der Tüftler wird das Ergebnis lieben. Das garantiere ich. Wo soll denn hier das Problem liegen? Nach dem Satz mit den Kindern. Boah. Bitte verwenden Sie herzloses Wesen. Ach man, der Spruch war das Neustarten nochmal wert. Hä? Ha. Ich hab hier noch ein Gespräch. Ja, ich auch. Ich hab nur mein Zeug verkaufen wollen. So. Ich komme. Hallo. Da kommt angerannt. Hallo, Grunt. Wenn das nicht die bestbezahlte technische Beraterin auf Balmorra ist. Hey. Oh, mir war nicht bewusst. Ich meine, niemand hat mir gesagt, dass ihr ein Sith seid. Entschuldigt meine Vertraulichkeit. Aber, du, der steht auf dich. Wenn ihr meine Frage keine seid, Gnade für die Schwachen. Was arbeitet jemand wie ihr für Offizier Sakoal? Weil er zahlt. Wie viel ist euch dieses Wissen wert? Ich könnte eine Kleinigkeit drauflegen. Dafür, dass ihr mir diese Information gebt, die dafür sorgt, dass ich Offizier Sakoal bei der nächsten Bewertung übertreffe. Nennen wir es Trinkgeld. 15%. Von was denn? Ist egal. Offizier Sakoal hat mich angeheuert, um seine Liebhaber zu töten. Die hübsche kleine Kelara hat... Du hast die 100 Credits auch bekommen, ja? Was? Ja. Oh, das wird dem Genehmigungsausschuss aber gar nicht gefallen. Vielen Dank. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, arbeite ich vielleicht schon in Troida, anstatt in dieser Grube. Oh. Ist ja wieder typisch raffgieriger Schwarzer. 10.000 Erfahrungspunkte. Dafür, dass ich 100 Credits und 12 Zuneigungen bei Kemwell eingesackt habe. So, jetzt muss ich auch erstmal meine Ausrüstung reparieren. Am besten gleich alles, jawohl. Leben Sie wohl. Oh, ich habe noch eine kleine Credit-Kiste. Ich habe meine schon geöffnet. Ach ja, und ich habe noch ein Geschenk. Das hätte ich eigentlich mal in den Spind packen sollen. Ja, Kemwell, hier hast du einen großen Runenstein. Plus 144 Zuneigung, okay. What the fuck? Was denn? Weil, da ist dein großer Bruder. Oh. Guck mal, der sieht sogar cool aus. Nötig gewesen. Was hast du denn jetzt gefunden? Kemwell. Achso. Also einen anderen Kemwell. Einen brutalen Kemwell. Wieso? Ja, weil er brutal aussieht. Deiner nicht? Der sieht noch brutaler aus, ey. Wo bist du jetzt hingerannt? Naja, hier. Da, wo wir hin müssen. Oh, rennt der dahin, wo wir hin müssen? Was ist denn bei dir falsch? Ja, ist ja unglaublich. Beachtet mich. Nein, niemals. Ich habe gehört, euer Einsatz mit Lieutenant Davril ist gut gelaufen. Nein. Hoffentlich seid ihr vielseitig. Er ist Lieutenant Davril. Im Gegensatz zu meinem geschätzten Kollegen mache ich den Erfolg meiner Unwichtig. Mission nicht an der Lautstärke der Explosionen fest. Den Geist der Widerstandsbewegung zu brechen dich nicht. Ist wie das Zubereiten einer köstlichen Mahlzeit. Denn... Mit Gastronomie habe ich nichts zu tun. Wie lustig.
Habe ich länger drüber nachgedacht über den Sitz. Ganzen Tag dran gearbeitet. Lieutenant Avril hat euch zweifellos erzählt, dass sie Cyborg-Söldner von anderen Planeten hergebracht haben. Cyborg-Abschaum. Sie wurden mit einer experimentellen neuen Landetechnologie auf diesen Planeten transportiert. Ich habe damit nichts zu tun. Diese Cyborgs metzeln unsere Soldaten nieder. Und vielleicht habe ich doch was damit zu tun. In dem Fall hoffe ich, ihr habt einen guten Plan. Mit Cyborgs kann ich es aufnehmen. Euer Urteil bilden. Ich glaube, wir können sie an diesem Ort überraschen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Balmoranern eine klarere Botschaft schicken. Wir bergen die Technologie, mit der die Cyborgs nach Balmora gebracht wurden. Und setzen sie gegen sie ein. Cyborgs töten, Technologie bergen. Was haltet ihr davon? Ich habe schon von Gonkdroiden bessere Pläne gehört. Was sind Gonkdroiden? Ich hoffe, ihr zieht ihnen dennoch die komischen Kisten. Einen anderen Plan gibt es nicht. Bringt mir die Cyborg-Technologie. Diese Würfel mit zwei Beinen. Die Botschaft laut und deutlich zu hören kriegen. Und die stellen Minecraft-Let's Plays auf YouTube. Also, warum kriege ich nur 12 Erfahrungspunkte? Was soll das? What the fuck? Keine Ahnung. Also ich habe 5000 noch was bekommen. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dass ich diese Strafe verdiene? Mein Gott, ey. Du bist halt ein Level höher als ich, ne? Ja, wow. Das ist halt der Unterschied zwischen 5000 und... Der Kemwell sah ja mal gerade richtig aus. Ja, das war auch der, den ich gemeint habe. Hatte der eine Rüstung an oder war das ein besonderer Skin? Das war eine Rüstung und das Gelb war sein Skin. Angriff! Verteidigung! Verteidigung für den Arsch! Okay, Angriff! Railschuss! Achso. Wenn das? Lebt ja noch. Ausdruck, das ist für dich. Sogar besser als das, was ich gerade hab. Wenn auch nur um ein Ausdauer. So. So, komm Bomben. So, bitteschön. Erstmal töten. Ja, sowieso. Und wenn wir schon mal beim Töten sind, können wir ja gleich den Typen entdesertieren. Was? Entdesertieren? Warte, meine Quest. Will ich mitmachen? Was? Nein, das ist meine Quest. Verdammt, ich hätte gehofft, das fällt nicht auf. Ich will uns erstmal verarschen und uns die Quest klauen. Der klaut echt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Sogar unsere Quests. Unglaublich. Kackendreist ist der. So, fertig. Ah, sieh mal an, du musst also hier rein. So. Angriff. Ey. Hey. Oh, das war ein Silbergegner. Mir war nicht aufgefallen. Aua. Ja, nun. Ah, so. Haben sich aber jetzt auch schon wieder gewehrt. Oh, vor allem, ich bin 5 Level drüber, ey. Unfassbar. Einen musst du noch töten. Ja, mach ich auf dem Rückweg. Nein, Angriff! Okay. Ja. Jetzt habe ich wieder mal nennenswerte Erfahrungspunkte bekommen. 2? Nee, 1200. Okay. Ich weiß nicht, wie viel du gerade bekommen hast für den Abschluss. 5037. Tja. Oder? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. So, jetzt erstmal entdesertieren. Weiß doch nicht mal, wie man das schreibt. E-N-T. Nun dann, ich hätte desertieren müssen, dass Bessica mich nicht kampflos gehen lässt. Aber einen Sith zu schicken, scheint mir fast übertrieben. Sollt ihr wenn mich du töten, so fragst, oder werdet ihr mich erst foltern? Danke, dass ihr mich daran erinnert. Nein, nein. Hör zu, ich kehre nicht zurück. Ich habe Leben, um hierher zu kommen. Ein Wissenschaftler für das Imperium zu sein, ist schlimmer als der Tod.
Zu sehen, wie ich eine Halskette aus euren Innereien mache, ist ein weiteres. Was? Ich gehe Alter. Junge, Junge. Wir sind dort keine Menschen. Wir sind Maschinen. Sklaven, Tag ein, Tag aus. Keine geistige Freiheit. Alter, du sprichst mit einem Sith. Mir ist das egal. Ich habe satt, Tötungsmaschinen zu bauen. Ich möchte Gutes tun. Ich kann nicht dorthin zurück. Sehe ich aus wie ein verkappter Jedi oder was? Mal sehen, wie ihr euch nach dem hier fühlt. Ich habe bisher bei jeder Aktion Zuneigung von Cam Weil bekommen. Ihr werdet mich töten müssen. Ich kehre niemals freiwillig zum Imperium zurück. Ich weiß genau, wann es zu viel ist. Du. Ich glaube, du hast ihn umgebracht. Nein, ich weiß genau, wann es zu viel ist. Der lebt noch. Er dampft zwar, aber er lebt noch. Major Besseker hat mich geschickt, um den Wissenschaftler zu holen. Alter. Sag dem Major, dass die Arbeit an dem Serum sofort beginnen soll. Natürlich. Wir sehen euch dann in Sobrek. Was denn? Ja, interessant. Warte, ich muss telefonieren. Ja, also, Bettina, ja, die hatte ja neulich... Hey, geh mal weg. Ja. Private Gespräche. Also, Bettina und Chantal, die, ja, die konnte ich überhaupt nicht leiden, ja. Und sag mal, das sind private Gespräche. Du hast keine Haare. Ist ja ekelhaft. Aha, Das kannst du dir ja dann in meinem Part angucken. Ja. Läuft das Gespräch schon? Ja. Ich sehe gerade nur, wie du auf deinem Holocom-Monikator rumtippst. Was hab ich damit zu tun? Alles? Du? Der versucht mich zu erpressen. Nein.